So, da bin ich wieder. Wow, wir haben Tag 21. Der Büffel hat sich gerade kurzfristig dazu entschieden, brünstig zu werden. Ja, und ich habe vorher ein bisschen gefarmt. Das habe ich gemacht, ohne das aufzunehmen. Und habe dabei Holz gefarmt auch. Und dabei ist mir so ein Baumbart hier ist aufgeploppt. Wo ist er hin? Ist er mir weggelaufen? Hier oben. Ich esse mal eben was. So, und dann zeige ich euch, dass man den auch ohne Schaden übrigens angreifen kann. Man schlägt 3 bis 4 Mal, wartet die Animation von ihm ab und während er schlägt, geht man einfach weg. 3-mal ist sicher. 4-mal ist ein bisschen knapp. Ja, das kann man einfach machen, bis er umfällt. Ich verliere da nur massiv an geistiger Gesundheit. Boah, und wenn ich zu langsam bin und währenddessen laber, kriege ich auch mal einen Schlag ab. Oh, oder auch 2. Und jetzt kommen auch schon die Nightmare-Monster. Das habe ich jetzt natürlich nicht so geplant. Eben ein paar Blümchen pflücken, damit ich das zumindest wieder loswerde. Hier ist noch ein Blümchen. So. Und dann darf ich nicht allzu lange warten. Ich bin zu nass. Das ist mein Problem. Ja. Da ist nochmal ein Blümchen. Hier waren ganz viele Blümchen. Ich sammle eben die Blümchen. Ach ja, ich hatte mir extra... Ja, dann mache ich den jetzt einfach auch platt, meine Güte. Oh, das war ein gruseliges Geräusch. Okay. So, 1, 2 und dann ist er schon platt. Ich hatte mir extra überlegt, dass ich... Wo ist mein Rucksack? Alles schon bereit halte, um jetzt nämlich einen Regenschirm zu bauen. Aber wenn... Es wäre richtig schön, wenn du da weggehen könntest. Wenn ich angegriffen werde, dann kann ich auch nichts bauen für meine geistige Gesundheit. Das Geräusch ist richtig gruselig. So. Einfach irgendwas bauen. Wilson regelt das schon. So, und einen Regenschirm nämlich. Und dann geht's mir auch schon wieder ein bisschen besser. Wo habe ich denn meinen Rucksack jetzt abgeworfen? Das war ein bisschen kopflos. Und warum sehe ich den nicht mehr? Da war mein ganzes Essen drin. Mensch. Wo ist mein Rucksack? Da. Ja, also 3 Schläge habe ich kassiert, weil ich ein bisschen unaufmerksam war. Aber das kann ich verkraften. So, ich könnte... muss auf jeden Fall noch irgendwas erfinden. Wie viel Gras habe ich denn noch? Ich habe eigentlich ganz gut...
was an Gras, dann baue ich mir mal ein Zelt. 3. So. Wo ist das Zelt? Hier. Ich habe nur 2 Spinnenweben. Oh. Dann baue ich mir kein Zelt. Dann baue ich mir ein Schild. Und ja. Ach, das ist ja auch schon wieder spannend hier. Geistige Gesundheit geht immer weiter runter. Das liegt daran, dass ich auch nicht so aufmerksam war. Es ist alles nass geworden und Nässe ist nicht so gut für die geistige Gesundheit. Das hat jetzt ja auch alles irgendwie hingehauen. Ja, aber vor dem Baumbad braucht man keine Angst haben. Den kriegt man auf jeden Fall auch ohne Schaden platt. Man muss nur dafür sorgen, dass man irgendwas für die geistige Gesundheit hinterher tun kann. So. Und dann geht das doch auch schon wieder. Ich zünde mal hier mit dem hier an. Dass mir richtig mucklig warm einmal wird. Und ich bin mit dem Rätsel immer noch nicht weitergekommen, was ich mitnehmen möchte in die nächste Welt. Ich wollte auf jeden Fall mir ein paar Heilsalbe machen. Und dafür fackle ich mal ein wenig Holz ab. Was passiert, wenn ich die dahin lege? Die müsste ja auch eigentlich ganz gut brennen. Also das wird zu Asche. Und dann kann ich mich hier nämlich schon mal Heilsalbe machen aus den Spinnendingern, die ich mir hier gesammelt habe. Kann ich noch eine bauen? Yep. Und da fehlt mir noch einmal Asche, das ist aber auch kein Problem. Dann habe ich 3-mal Heilsalbe. Ja, kann ich aus den Baumdingern irgendwas Spannendes machen? Ich glaube, es geht erst mit dem nächsten Maschinengedönsel. Das baue ich mich ja eigentlich nicht, das braucht man eher selten. So, es wird Winter. Das brauche ich nicht. Ah, okay. Ich verkoche mal eben noch das Monsterfleisch. Hey, nimmst du das wohl mit? So. Mit. Was lasse ich jetzt hier? Das Gold. Das Gold lasse ich auf dem Fußboden liegen. Den Regenschirm nehme ich in die Hand. Ich gucke mal, ob da oben noch ein Hase in die Falle gegangen ist. Ist er. Ah ja, geistige Gesundheit ist schon wieder ziemlich weit unten. Jetzt der Hase wieder ein normaler Hase. Und ich kann nochmal nachpflanzen hier. Und mit dem Hasen nochmal einmal Fleischklöße bauen. Gut.
Der bleibt auch hier. Die Fackel nehme ich mit. Das setze ich auf. Das ist auch gut für meine geistige Gesundheit. Das ist schon wieder. Meine Güte. So. Da mache ich mich auf den Weg und gucke mal. Ah. Ich muss die Dinge natürlich mitnehmen. Also muss ich noch nicht, aber mache ich. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich schon bereit bin, durchzuhüpfen. Ich wollte mir nämlich gerne noch ein Zelt vorbauen für die nächste Welt. Und außerdem wollte ich noch... Ich sammle die Blümchen mal hier eben weg, auch wenn ich die nicht aufnehme. Kann ich die geistige Gesundheit gerade sehr gut brauchen. Ja, ein Zelt und einen Kühlschrank würde ich mir gerne vorbauen für die kommende Welt. Und ich weiß nicht, ob ich die Wintermütze mitnehmen möchte. Die gute Wintermütze. Oder nicht doch lieber Holz oder sowas. So, das war hier einmal rüber und dann oben. Oben links, okay. Oder ob ich jetzt vielleicht versuche, nochmal einmal gegen ein Walross zu kämpfen. Es gibt sehr viele Optionen auf jeden Fall, wie ihr merkt. Und für ein Zelt bräuchte ich mehr Spinnenseide, aber... Brauche ich jetzt nicht hier farmen. Weil ich ja direkt durch ein Spinnengebiet jetzt gleich durchlaufe. Wow, wow, wow. Wow, wow. Selber wow. Jetzt einmal alle drei gleichzeitig. Sehr schön. Ja, der ist auch schon wieder da. So, ich müsste hier weiter. Au, au, au. Ich glaube auch Blumen im Vorbeigehen. Gut. Dann setze ich meinen Helm auf und meinen Gehstock, damit ich schneller bin, und renne hier durch. Ah, wah, wah. So, halb so schlimm. So, weil es gerade regnet. Dass ich meinen Regenschirm ausgerüstet, obwohl ich ja hier so ein bisschen mal testen könnte zwischendurch. Ich nehme mal noch mehr Pilze mit für die geistige Gesundheit wieder. Okay, hier wird es schon ein bisschen lauter. Bei der Plattform sind immer Clockwork-Monster. Ein bisschen lauter. Ja. Und gegen die werde ich gleich kämpfen müssen. Sehr nah dran. Spielt verrückt. Hier wird es wieder leiser. Also wieder zurück nach links. Hier wird es auch leiser. Bin ich dran vorbeigelaufen? Na, kommt schon. Hier, da sind wir doch. So, wunderschön. Ich sehe keine Clockwork-Monster. Aber hier mache ich mir jetzt ein richtiges Feuer hin, so ein Steinfeuer. Ich sehe gerade, ich habe nicht mehr so viele Ressourcen. Das ist ja doof.
Den lege ich mal kurz ab. So. Und dann warten wir die Nacht über hier. Jetzt schneit es ganz hübsch. Ich koche das Fleisch mal, damit es mir nicht weggammelt. Ich gucke einmal ganz kurz. Einmal gucken. Da ist eins. Ja, ja. So viel gerade gefarmt und schon wieder habe ich keine Stöckchen und kein Gras mehr. Und auch nicht mehr so viel Holz. Ich hatte irgendwie 2 Stacks Holz, dachte ich. War anscheinend gelogen. War noch keine 2 vollen Stacks, aber ja, so ist das. Gut, dann brauche ich jetzt den Regenschirm auch gerade gar nicht mehr. Ja. Dann kann ich hier mal meine 6% Axt ein bisschen beanspruchen noch. Nicht. So. Schaufel habe ich nicht. Also die Geräusche sind ein bisschen gruseliger geworden, glaube ich. Ja? Was sagen? Holz habe ich noch nicht so viel. So, und dann kämpfe ich doch mal hier gegen die Clockwork Monster. Ich hoffe, dass es ausreicht. Ach, der ist nicht mal aufgewacht. Okay. Autsch. Ah, hier haben schon Schweine fleißig mitgekämpft. Ich möchte eigentlich hier ungerne, guck mal hier rüber, neben den Blumen kämpfen. Und eigentlich auch ungerne gegen 2 gleichzeitig. Könntest du mal hier helfen? Danke. Beiden müssten jetzt miteinander genug zu tun haben. Habe ich jetzt 4? Ja. So. Und was lässt denn jetzt gerade fallen? Ich kann mal ein bisschen was essen. So, was soll's. Und dann kann ich mir einen neuen Helm bauen. Salbe. 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 Schön. Und kann ich hier die Wünschelrute in den Wünschelrutenhalter schon mal reinpacken? Kann ich nicht. Warum nicht? Muss ich erst die Maschine zusammenbauen? Scheint mir so. Hier wird langsam ein bisschen frisch. Der kalte Stein hier. Ein kalter Stein. Gut, dann baue ich die erstmal so zusammen. Alle Teile nacheinander in irgendeiner Reihenfolge. Und dann kann ich hier das entriegeln und habe hier die Maschine schon bereit. So, gut. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte mir erstmal noch überlegen, was ich noch mitnehme. Ich versuche nochmal gegen das Varus zu kämpfen. Ah. Ja, doch, mache ich. So mache ich das. Ich habe gar kein Gras mehr. Oh, mein Stein ist kalt und ich habe kein Gras mehr. Könnte in die Hose gehen. Wenn ich nicht noch Gras finden würde. Hier rechts oben war auch direkt nochmal so ein Gedöns, so ein fieser Möb. Jetzt könnte ich mir auf jeden Fall nochmal ein Feuer machen.
Ich habe auch noch genug Steine für genau nochmal so einen Steinkreis. Gut, dann mache ich mir mal hier so ein kleines Feuer eben. Heiz mal richtig schön an. Ich habe keine Rüstung mehr, aber ich habe einen zweiten Helm. Ich mache mir mal noch einen Speer. Gehen die schon auf mich los? Jo, na gut. Dann war es das mit der Pause. Ich weiß nicht, warum ihr jetzt auf einmal entschieden habt, auf mich einzuhauen, aber es war eine falsche Entscheidung. So, und vielleicht habe ich ja nochmal so viel Glück wie bei der vorletzten Aufnahme. Und er lässt mir seinen Hut hier. Nein. Doch. Schön. Gut, dann haben wir das Rätsel geklärt, was ich mitnehme. Der hat beides fallen lassen. Wahnsinn. Richtig gut. So, dann mal anheizen hier. Ist noch gar nicht so spät. Habe ich eine Schaufel? Nein. Kann ich den Blumeneimer hier anheizen? Ah, ich kann den Blumeneimer essen. Für mehr Leben. Und dann renne ich einfach wieder zurück zum Lager. Oh, das ist ein bisschen übertrieben hier. Gut, dass ich das erste abgefackelt habe. Wintermütze. Ja. Schaffe ich es auch noch hier durch einmal? Ja. Weiter schlafen. Vielen Dank. Habe ich da unten noch ein... Ja, das war ein temporäres Feuer, was ich gemacht habe. So, hier wird es jetzt knapp. Ich fühle mich sehr mutig, hier durchzulaufen. Aber es wird sehr knapp, weil gleich schon wieder Nacht ist. Aber ich habe ja noch meine Fackel hier. Oh, sehr schön. Ach, ich laufe einfach die Nacht durch. Ich wollte mir eigentlich ein Zelt vorbauen, ne? Ich laufe nicht die Nacht durch. So. Genau, super. Also, dann mache ich jetzt mal auf Pause. Ich habe die wunderschöne Schottenmütze. Man sieht hier, 157 ist es dunkel. Wenn ich die aufsetze, habe ich einen Pfeil nach oben. Wenn ich jetzt mal ein paar Sekunden warte, sieht man jetzt schon gleich, müsste es direkt nach oben gehen, obwohl ich im Dunkeln im Schnee bin. Also die Mütze ist richtig gut für die dunkle Welt auch. Im Hellen hat man einen dicken Pfeil nach oben. Also da geht echt nichts drüber. Und die werde ich dann mitnehmen. Das heißt, ich habe einen Stack Gold, dann habe ich meinen Spazierstock, den Hut, 58, so, genug bewiesen hier. Einmal 9 nicht mehr so leckere Fleischklöße. Ich werde noch ein bisschen mehr kochen. Dann werde ich mir ein Zelt vorbauen und einen Kühlschrank. Und dann geht es direkt los in die nächste Welt. In der nächsten Folge. Wir sehen uns gleich. Bis dann. Ciao.